Willkommen zurück an dieser super tollen Stelle mit dem Seil. Wir sind alle super motiviert und freuen uns auf eine weitere Folge Tomb Raider Lara at the Movies 12 Monkeys. Wir sind alle hoch erfreut, weil wir jetzt ein Seil schwingen dürfen und weil das ja immer so toll klappt bei uns. Ich glaube, ich könnte jetzt schon heulen. Aber wir probieren es erstmal aus, bevor ich rumheule. Aber ich sehe schon, das ist dieselbe Höhe wie immer. Und jetzt. Aber der Schwung ist jetzt gerade gut. Jawohl. Ja, wir sind ein Stück höher gekommen. Auch wenn es nur ein paar Millimeter waren. Einmal. Und zweimal. Jetzt haben wir Schwung drauf. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber jetzt hat es geklappt. Ich raff das nicht. Auf jeden Fall, das speichern wir mal ab. Das Seil haben wir überwunden. War doch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also alles gut. Und dann können wir nämlich jetzt hier drüben unsere Belohnung abholen. Dafür, dass wir das mit den Seilen geschafft haben. So, jawohl. Dann nicht den Affenlara, sondern hier die Kiste. Weil da liegt was sehr Wichtiges drin. Und zwar ein blauer Sicherheitsstecker. Den brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur sehen, wie kommen wir hier am besten runter. Hier, das ist ganz gut, da verlieren wir kein Leben. Und dann gehen wir mal hier lang, weil den Weg haben wir durch den Hebel vorhin geöffnet. Und da finden wir auch nämlich gleich schon wieder was anderes. Ich glaube, den zweiten Kristall. Aber ja, da kommen wir nämlich schon rein, das ist gut. Hier drin. Oder ist das der zweite Sicherheitsstecker? Der blaue. Ja, das ist der blaue Sicherheitsstecker, das ist sehr gut. Und den gelben werden wir jetzt nämlich hier schon wieder los, weil wir da einmal rein müssen. So, hier rein. Die Stelle ist ähnlich zu den Stellen, die wir am Anfang gekannt haben. Und hier ist irgendwo ein Secret. Das ist aber noch zu. Das war das letzte Mal offen. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie wir drankommen. Müssen wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal den Stein holen. Der liegt nämlich hier hinten drin. Müssen wir jetzt ein Stück tauchen. Das ist so ein bisschen Irrgarten hier. Mit Sackgassen und allem drum und dran. Hier, da liegt nämlich der zweite Diamant. Und vielleicht hat sich dadurch auch dieses Secret geöffnet. Das kann natürlich sein. Also hier lang. Ach, das ist die Sackgasse. Genau, und hier einmal nach Luft schnappen. In der Hoffnung, dass jetzt das Secret auf ist. Ansonsten müssen wir gleich nochmal gucken. Ja, jetzt ist es auf. Das heißt, wir können den Hebel ziehen und das Secret abholen. Sehr schön. Und die Secrets sind in diesem Level sogar ziemlich einfach versteckt. Also ich habe bestimmt zwei Secrets gefunden, wo ich mir gedacht habe, was, das war jetzt ein Secret? Aber die zeige ich euch gleich. Beziehungsweise, wenn wir soweit sind. Jetzt müssen wir erstmal hier raus und wieder da hoch. Und hier hoch. So, jawohl. Dann speichern wir den Fortschritt und hätten somit diese Stelle soweit abgehakt, erledigt und können in den anderen Teil des Levels wieder gehen, weil hier sind wir jetzt echt schon fertig sogar. Ne, da müssen wir später nochmal mit dem Motorrad hin, aber vorerst sind wir hiermit fertig. Jetzt ist wieder der Levelwechsel, der altbekannte. Und jetzt müssen wir nochmal über den Zaun springen. So. Und jetzt machen wir mal so eine schöne Hechtrolle. Jawohl. Die wir in Laras Anwesen bei Tomb Raider 3 gelernt haben. Hier kommt der Gate Key rein. Öffnet das Gate. Wer hätte das gedacht? Kein Mensch.
Und können somit hier hoch. Und hier finden wir nämlich schon wieder das nächste Geheimnis, was wieder ziemlich einfach versteckt ist, finde ich. Und zwar hier oben drin. Das war doch einfach, oder? Das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Secrets sind bei mir immer gerne gesehen, das wisst ihr ja. Und jetzt können wir nämlich schon unsere zwei blauen Sicherheitsstecker einsetzen. Und zwar müssen wir dafür auf dieses Gerüst hier. Das war knapp, aber hat geklappt. Ich glaube, hier in den Ecken lag nichts. Ne, dass wir was übersehen. Und hier müssen jetzt die Sicherheitsstecker rein. Da öffnen wir die Garagentore. Und machen ein kleines Blockschieberätsel. Also nochmal hier rein. Klack. Und auf mit dem Tor. Was ziemlich cool animiert ist, finde ich. So, den schieben wir jetzt hier hin. Ziehen den anderen Block hier raus. Und dann kommen wir nämlich da durch. Und kommen an eine neue Stelle. Diese Stelle könnte man sogar nur mit einem blauen Sicherheitsstecker lösen, weil man hier den Blockbug wunderbar anwenden kann und somit ohne den zweiten Schlüssel hier durchkommt. Aber wir machen das natürlich richtig. Also mich würde ja mal interessieren, ob dieses Level wirklich 12 Affen hat. Weil wie wir sehen, sind hier auch schon wieder 3 oder 4. Und vorne in dem Hauptkomplex waren ja auch ganz viele Affen. Es kann sogar sein, dass der Levelbauer sich den Spaß gemacht hat und echt hier 12 Affen reingepflanzt hat. Das fände ich echt witzig. Also ich glaube, wenn ich ein Levelbauer wäre, hätte ich das so gemacht. Aber ich bin kein Levelbauer, sondern ein Spieler. Und das kann ich auch besser, weil ich glaube nicht, dass ich Level bauen könnte, weil ich da einfach das technische Verständnis dazu nicht habe. Obwohl mir das, glaube ich, Spaß machen würde. So, Vogel, komm her. Oder sind es wieder 2? Nicht den Affen, Lara. Das ist unser Freund. Es kann ja nicht sein, dass sie da nur noch 11 Monkeys sind in diesem Level. Nicht die Affen, Lara. Wie oft soll ich das noch sagen? Höre bitte auf mich. Aber der ist tot. Okay, dann springen wir jetzt einmal hier drauf, zu dem lieben Affen, unserem Freund, die wir natürlich nicht totschießen, sondern am Leben lassen und holen uns hier einen Schlüssel raus. Gut, dann können wir nämlich jetzt hier einmal wieder runter. Aber hier müssen wir noch eine Kleinigkeit erledigen. Und zwar hier oben. Das ist nämlich der Ort, wo wir diese Kristalle einsetzen müssen. Jetzt kommt erstmal gruselige Musik. Voll die gruselige Musik, aber ein ziemlich schöner Ort, finde ich. Das ist so ein Marmorgebäude. Finde ich irgendwie, das hat Flair. Also das sieht eigentlich ganz schön aus. Und hier müssen diese 4 Kristalle rein. Also da müssen wir dann hin, wenn wir die 4 Kristalle haben. Und was ich so lustig an diesem Raum finde, ist einmal, dass es halt dieser schnieke Marmorgebäude ist, ne? Mit den Säulen und so weiter. Sieht richtig cool aus. Aber wenn man das weiß, sieht man natürlich darin die Tomb Raider Chronik Level. Alarmstufe Rot, Flucht mit der Iris, der 13. Stock. Da ist nämlich der Boden aus diesen Leveln, aus den Basisleveln. Und wenn man das so vor sich sieht, dann passt es irgendwie doch nicht so ganz. Aber mir fällt gerade ein, wir müssen hier, glaube ich, noch gar nichts erledigen, weil das Tor noch zu ist. Und das öffnen wir erst, wenn wir die 4 Edelsteine haben. Aber dass ihr schon mal gesehen habt, hier müssen die 4 Edelsteine rein.
die wir aber noch zusammensuchen müssen. Jetzt können wir nämlich die Stelle wieder verlassen, weil wir den Schlüssel haben. Müssen wir aber unten rumgehen. Hier unten ist gar nichts. Das habe ich das letzte Mal auch schon abgesucht. Hier ist wirklich nichts. Aber hier ist wieder ein Bananensprung zu machen. Wie gesagt, hier kommen ja wirklich viele Bananensprünge vor in diesem Level. Da wird man nicht verschont. So, ein Bananensprung. Die ja mittlerweile echt gut klappen. Die letzten Folgen, die ich leider nicht hochladen kann, weil die kaputt gegangen sind, beziehungsweise gestört wurden durch das Rauschen vom Mikro. Da habe ich wirklich tausende Versuche gebraucht, bis ich diese Bananensprünge mal geschafft habe. Jetzt läuft es wirklich besser. Das ist echt die Übung. Und hier gegenüber muss der Schlüssel rein. Und jetzt kommen wir nämlich in eine Kirche. Aber in eine sehr triste Kirche. Ich glaube, das ist sogar so eine Kathedrale. Hat so ein bisschen All-Hallows-Style, aber leider nicht so bunt, sondern total schwarz-weiß und trist, wie das auch zu diesem Level passt. Weil das ist ja dieses Unterwelt-Level, wie ich schon am Anfang erzählt habe von dem Film. Und das ist halt alles so ein bisschen trist und verlassen und da passt das ganz gut eigentlich rein ins Thema. So, hier drüben ist, glaube ich, da, genau, das sind nur Fackeln, da können wir gerade mal hinspringen. Und einen wunderbaren Kopfstand in dieser wunderschönen Ansicht. Lara, das war klasse. Also nehmen wir einmal Fackeln mit. Jawohl. Und springen zurück. Oh, wenn das nicht ein bisschen früh war. Ja, das war zu früh. Das ist halt immer schwierig, wenn man die Sicht irgendwie nicht so sieht. Aber jetzt passt's. Und hier rüber. Bevor wir uns aber Richtung Kathedrale bzw. Kirche begeben, müssen wir ein Geheimnis abholen, was total schwer versteckt ist. Wir sehen es schon alle da drüben. Das ist tatsächlich ein Secret, wo ich mir echt gedacht habe, was, das war jetzt ein Secret? Cool. Ist tatsächlich so. So, dann springen wir einmal hier rüber. Und krallen uns das Geheimnis. Und dann gucken wir mal, wie viel wir eigentlich haben. Da habt ihr es gehört, es ist ein Secret. Und wir haben somit 23 schon. Wo wir das Level begonnen haben, hatten wir, glaube ich, 19. Kann das sein? Ich überlege gerade, wo die Secrets waren. 1, 2, 3... 3, ja. Weiß ich jetzt gar nicht. 3 oder 4 haben wir in dem Level auf jeden Fall gefunden. Gut, hier müssen wir jetzt rüber. Oh oh. Ja, das war irgendwie klar, dass dieser Sprung nicht klappt. Der war zu unüberlegt. Wir müssen hier, von hier aus. So, und jetzt gerade da dran. Ups, das war wohl wieder falsch. Das verwirrt so, die Sicht verwirrt so. Ja, wir müssen... Obwohl, das ist doch gerade, oder? Hä? Habe ich jetzt eine knickende Optik oder was? Ja, total. Stopp. Nee, hä? Müssen wir von hier springen? Das muss doch gehen? Ja. Das war jetzt irgendwie gerade komisch. Wahrscheinlich bin ich zu schräg gesprungen. Naja gut, hier sind wir jetzt in einem kleinen Kistenlager, aber keine Angst, hier müssen wir keine Kisten verschieben, es ist alles gut. Kein Kistenrätsel, keine Angst. Sondern wir kommen jetzt von hier in die Zentrale. Kathedrale. Zentrale ist was anderes. Aber warum nicht? So, und jetzt sind wir hier auf dem Dach, können den Block wegziehen und darunter befindet sich... die Kathedrale. Lara kann natürlich nicht durch den normalen Eingang gehen. Okay, das Gittertor ist auch zugeschlossen. Aber Lara macht es natürlich gerne übers Dach. Hauptsache, sie kommt da rein, ne? Egal wie. Aber den müssen wir nochmal wegschieben. Sonst kriegen wir nämlich diese Luke nicht auf.
Auf damit. Und rein da. Jetzt kommen wieder so weiträumige Gänge. Das ist in diesem Level sehr oft so. Das ist sehr, sehr weitläufig. Sehr, sehr lange Kriechschächte. Sehr, sehr lange Laufwege und Gänge. Das zeichnet dieses Level so ein bisschen aus. Und jetzt sind wir tatsächlich hier in dieser Kathedrale. Die wirklich trist ist, oder? Also ich finde es ja schon fast gruselig. Also hier stehen so ein paar braune Bänke drin. Der Rest ist eigentlich schwarz-weiß. Finde ich ein bisschen gruselig. Muss ich wirklich sagen. Ist die Fledermaus tot? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Ne, da ist eine. Aber hier drin ist auch eine. Habt ihr gesehen, wie wir die gerade ausgelöst haben? Also in diesem Raum ist übrigens gar nichts. Glaube ich. Also das letzte Mal habe ich zumindest hier nichts gefunden. Aber ich höre noch eine Fledermaus. Aha, da oben. Na, für eine Fledermaus hält die aber auch ganz schön viel aus. Genauso wie diese Vögel, die sind ja auch total robust. Also ich möchte mal einen Vogel sehen, der 5 Schrotflintenschüsse überlebt. Beziehungsweise erst nach 5 Schüssen stirbt. Also die sind schon wirklich sehr robust hier, die Vögel. Okay, also diese Kathedrale hier, die ist sehr, sehr, sehr schalterlastig. Das werdet ihr gleich sehen. Ich glaube, hier gibt es 5 oder 6 von diesen Hebeln, die alle so Tore öffnen. Also wie gesagt, eine sehr, sehr schalter- bzw. hebellastige Kathedrale. Ich glaube, hier hinten ist auch noch ein Hebel. Wir können die ja mal zählen. Also das waren jetzt 3. Hier ist ein 5. Was weiß ich, was der jetzt wieder ausgelöst hat, ich weiß es nicht. Die Tür ist noch zu, dafür brauchen wir einen Hebel. Und dafür müssen wir hier außen rumlaufen. Wieder sehr weitflächig, weiträumig. Aber nicht viel zu verpassen. Also man kann hier wunderbar lang rennen, ohne dass man irgendwas übersieht oder vergisst. Das ist eigentlich ganz entspannt. So, hier müssen wir jetzt einmal abbiegen, weil wir hier rüber müssen. Da ist nämlich wieder mal ein Schalter. Das ist Nummer 4. Der öffnet das große Tor. Da können wir jetzt hier rüberspringen. Oder auch nicht. Gehen wir halt erstmal an das große Tor. Aber da müssen wir, glaube ich, nochmal... Ja, wir müssen nochmal hinter. Aber hier ist, glaube ich, genau, ein Kristall. Oder sind das sogar beide? Könnten sogar beide sein. Ja, es sind beide. Das heißt, wir haben die Kristalle vollständig. Das ist schon mal gut. Perfekt. Und aber ein kleines Medipack fehlt uns noch. Das haben wir jetzt verpasst. Das holen wir noch schnell. So, also hier lang. Und nochmal außen rum. Schon komisch, wenn man das gestern alles gespielt hat und das jetzt wieder alles spielt. Das ist irgendwie ungewohnt. Und man hat so irgendwie das Gefühl, man muss da so durchrennen, weil man das schon mal gespielt hat. So, hier ist nämlich der Schalter Nummer 5. Hier war auch eine Tür dazwischen. Aber der bewegt es nur, dass wir ein Tor öffnen, wo ein kleines Medipack dahinter liegt. Wenn das nicht sogar wieder ein Geheimnis ist. Also ich glaube, das ist sogar ein Secret. Also das lohnt sich dann auf jeden Fall, das zu holen. Hier kürzen wir jetzt einmal ab. Müssen dann hier hoch, genau. Aber das machen wir über die Erhöhung. Sonst wird es schwierig. Ich glaube, es waren 25 Secrets in dem Level. Also 2. Also nicht in dem Level, aber insgesamt hatten wir danach 25. Also das wird eins sein. Genau, und dann finden wir noch eins. Also es sind insgesamt dann, glaube ich, 5 oder 6 Geheimnisse in diesem Level gewesen. Aber die sind alle jetzt gar nicht so schwer versteckt. Also alle machbar.
Okay, prima. Dann haben wir das doch geschafft. Den Kathedralenteil erledigt und können hier schon wieder raus. Das ging jetzt wirklich schnell. So, und ich sehe auch, dass die Folge schon wieder dem Ende zugeht, beziehungsweise schon wieder mal überzogen ist. Aber aus der Kathedrale gehen wir jetzt noch raus. Beziehungsweise aus der Kirche, aus der tristen, einsam verlassenen und sehr kalten Kirche. Und können somit hier runter. Und sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.